Seine Person Christopher Robin Göpfert, der Koch und Märchenerzähler. Das Kochen, sagt er, ist wie das Märchenerzählen. Die Zutaten müssen stimmen und sie müssen ausgewogen sein. Jeden Mittwochvormittag kommt Christopher Robin Göpfert von Klausen nach Milland ins Haus der Solidarität. Regelmäßig seit einem Jahr und ehrenamtlich. Er bringt seine Gewürze mit, seine Lehmkochtöpfe und auch einige Musikinstrumente. Er kocht für die Bewohner des Hauses, die Gäste und Mitarbeiter. Und wenn vor dem Kochen noch etwas Zeit ist, musiziert er und erzählt Märchen. Heute erzähle ich euch das Märchen, wie die Tagine entstanden ist. Im Zimmer neben der Küche treffen sich jeden Morgen die Mitarbeiterinnen des Hauses. Befindet sich hier doch auch die Organisation für eine solidarische Welt und die Redaktion der Straßenzeitung Zebra. Vor langer Zeit, also vor wirklich langer Zeit, damals ganz am Anfang, als der liebe Gott gerade alles geschaffen hat. Ihr könnt euch noch erinnern, wie das damals war. Erst war gar nichts. Bevor er mit dem Kochen beginnt, füllt er die Töpfe mit Wasser. Spontan hatte er sich vor einem Jahr gemeldet, als er in einer Zeitung las, freiwillige Köche ab und zu gesucht. Er tut es mit Freude und Leidenschaft. Eine halbe Stunde müssen die im Wasser liegen, damit die das aufnehmen können und die ganzen Poren dicht sind, die in dem Material drin sind. Und während die im Wasser stehen, gehe ich ins Lager und schaue, was für Waren da sind. Im Haus der Solidarität wird verkocht, was Supermärkte und andere Geschäfte liefern. Es sind Waren kurz vor dem Verfallsdatum, die einwandfrei sind, aber nicht mehr verkauft werden dürfen. Not macht erfinderisch und kreativ. Jede Woche gibt es deshalb eine Überraschung. In der normalen Gastronomie weiß man ja genau, was man am nächsten Tag kocht, bestellt die ganzen Waren. Und hier kochen wir einfach mit dem, was da ist und machen da das Beste draus. Und meistens wird es ganz ein wundervolles Essen. Das Um und Auf sind für ihn die Gewürze. Er liebt vor allem die arabische Küche. Kardamom, Koriander, Kurkuma, Zimt, Kreuz, Kümmel, Paprika. Auch den eigenen Mörser hat er von zu Hause mitgebracht. Dann geht es an Schnipseln und Aufschneiden des Gemüses, das er im Lager fand. Viel Zwiebel, viel Knoblauch, viel Farbe. Dann gab er dem Menschen die Tagine und sprach zu ihm: Nimm diese Schale, fülle hinein, was du in meinem Garten gefunden hast. Dann lege den Deckel darauf und gehe mit der Schale an den Fuß des heißen Berges. Christopher Robin Göpfert wurde 1981 in Niedersachsen geboren. Vor 13 Jahren zog er zu seiner Frau nach Südtirol. Er hatte sie zu Hause in seiner Heimatstadt kennengelernt, als sie dort ihre Großeltern besuchte. Jahrelang war er jeden Abend weg. Seit letztem Winter koche ich nicht mehr. Meine Frau arbeitet jetzt Vollzeit, die ist auch in der Gastronomie. Und ich bleibe zu Hause im Haushalt bei den Kindern und erzähle eben nebenher Märchen und Geschichten in Bibliotheken und Grundschulen. Den Brotteig hat er bereits zu Hause vorbereitet. Richtiges Fladenbrot sollte 24 Stunden rasten dürfen, bevor es gebacken wird. Gekocht wird vor allem ehrenamtlich oder bei Festen mit sozialem Hintergrund, jedenfalls bei besonderen Anlässen. Das Märchenerzählen ist inzwischen sein Brotjob geworden. Er passt die Geschichten den Zuhörern und der Situation an. Viel schreibt er selbst, so die Erzählung um die Tagine, die er mit der Schöpfungsgeschichte verband. Mit ihr kocht er am liebsten. Ursprünglich waren Märchen ja für Erwachsene gedacht, die waren ja gar nicht für die Kinder gedacht. Die Kinder haben vielleicht oft zugehört oder so. Aber ursprünglich waren Märchen für Erwachsene, wurden von Erwachsenen erzählt und Erwachsene haben zugehört. In den Spinnenstuben, bei den Arbeiten, da wurden alleweil Märchen erzählt. Und deshalb gibt es auch zum Teil recht grausame Märchen. Das waren nicht nur, weil das die Kinder dann irgendwie an moralischen Fingerzeig geben sollte, sondern auch, weil Erwachsene unterhalten werden wollten. Und die haben schon damals gerne grausige Sachen gehört. Hier gibt es einen strengen Koch- und Putzplan. Wer hier wohnt und sich an der Hausarbeit beteiligt, kann sich die Monatsmiete erarbeiten. Ohne Freiwilligenarbeit aber geht es nicht. Eine, die hilft, wo es Not tut, ist die Ordensschwester Zilli. Ob es nun das Märchenerzählen ist oder das Kochen, ich selbst habe mich ja unheimlich bereichert an dem, was die Welt mir schenkt, und zwar die ganze Welt, weil Geschichten erzähle ich aus aller Welt, die kommen von überall her zu mir. Und es ist oft ganz erstaunlich, dass Geschichten, die wir hier erzählen,
ganz ähnlich schon vor 500 Jahren auch in Japan erzählt worden sind oder in Südafrika. Er liebt bunte Farben in den Töpfen, in den Geschichten, in seinem Lebensstil, in der Kleidung. Von Einheitsbrei hält er nichts. Wie die Tagine heiß war und dampfte und alles schon duftete nach dem wunderbaren Essen, das dort drinnen war. Da hob er den Deckel und in der Tagine war die erste Speise, die Gott nicht geschaffen hatte. Das Kochen ist wie das Märchenerzählen und das Leben schlechthin. Es hat einen roten Faden, einen Anfang, ein Ende. Je internationaler die Zutaten dazwischen sind, desto besser wird es. Er sagt, wir alle können voneinander nur lernen. Voneinander lernen, das kann spannend sein und bereichernd zugleich. Sprachen spielen dabei eine wichtige Rolle. Mehrsprachig zu sein ist mittlerweile